Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Hier wohnt Lea. Vor ihrem Haus stehen drei große Körbe. Leo und Lea bringen die Äpfel, die sie auf der Farm gepflückt haben. Hallo zusammen. Die Lastwagen füllen die Äpfel in die Körbe. Kann ich auch welche haben? Für Apfelkuchen? Natürlich. Scoop, kommst du mit und hilfst uns? Bekomme ich noch einen? Aber klar doch! Also gut, gehen wir. Die Autos fahren auf die Farm, um noch mehr Äpfel zu holen. Und da ist die Farm. Lifty und die Roboter haben viele Kisten voll Äpfel gebracht. Roboter, was spielt ihr denn? Der rote Roboter jongliert mit Äpfeln. Oh, so viele Äpfel! Ja, nicht einmal du kannst sie alle essen. Der Zug kommt sicher bald. Machen wir uns an die Arbeit. Der Zug wird die vielen Kisten mit Äpfeln abholen. Doch zuerst müssen wir eine Bahnstation bauen. Das Fundament machen wir aus Betonplatten. Jetzt sind die Wände an der Reihe. Das sind Türen mit kleinen Fenstern. Und hier haben wir große Fenster. Pfeiler für die Überdachung. Vier Querträger. Das sind die Teile des Blechdachs. Der rote Roboter hat sich in die Fahrerkabine des Krans gesetzt. Er hebt den kleinen Turm an und setzt ihn aufs Dach. Die Spitze des Turms ist grün. Eine Uhr darf auch nicht fehlen. Wir stellen ein rotes Geländer auf. Und hängen Lampen an die Decke. Die Bahnstation ist fertig. Es ist 3 Uhr. Der Zug müsste gleich kommen. Lifty wirft einen Blick in den Tunnel. Siehst du den Zug? Haben wir was vergessen? Oh. Oh je, stopp! Oh! Lea hat gemerkt, dass der Zug nicht anhalten kann. Zum Glück ist dem blauen Roboter nichts passiert. Oh, jetzt weiß ich es. Freunde, wir haben den Prellbock vergessen. Deshalb konnte der Zug nicht anhalten. Leo, welches ist der Prellbock? Signalleuchten? Bahnweiche? Haha, da ist der Prellbock. Leo hat den Prellbock zur Bahnstation gebracht.
Der Kran stellt die Lokomotive wieder aufs Gleis. Und der Prellbock kommt ans Ende des Bahngleises. Hier muss der Zug anhalten. Gut gemacht, Roboter. Bifty lädt die Apfelkisten auf die Waggons. Luftballons! Unsere Freunde feiern die Eröffnung der neuen Bahnstation. Hurra! Der erste Zug macht sich auf den Weg. Wir brauchen einen Namen. Prellbock. Endstation? Apfelstation. Na, das sind ja lustige Namen. Welcher gefällt dir am besten? Der blaue Roboter ist startklar. Hey, warte! Diese Lokomotive wird die Waggons ziehen. Und los geht's! Gute Fahrt! Ich frage mich, was unsere Freunde mit all den Äpfeln vorhaben. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Unsere Freunde verlegen Gleise. Runter, runter. Der Kran lässt das Gleis runter. Der rote Roboter steuert den Kran. Nach rechts, nach links. Jetzt ein Stück vor. Gut. Und jetzt nach rechts. Ihr seid aber langsam. Lass es runter. Wir sind nicht langsam. Schau doch mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben heute 5 Gleise verlegt. Ja, aber es sind noch so viele. Vielleicht 1000. Ich gehe lieber nach Hause und backe Plätzchen. Was, wenn Scoop recht hat? Oh. Eine Eisenbahnstrecke zu bauen dauert sehr lange. Ja, wir müssen uns was überlegen. Sonst dauert das hier ja ewig. Irgendwelche Ideen? Lasst uns ein Fahrzeug bauen, das Gleise verlegt. Gute Idee, Leo. Ihr müsst aber ein Schienenfahrzeug bauen. Und zwar eine Gleisbaumaschine. Damit könnt ihr dann die Gleise ganz schnell und gleichmäßig verlegen. Leo hat die Teile der Gleisbaumaschine gebracht. Lasst sie uns zusammenbauen. Fahrgestell. Schau, Roboter, das sind spezielle Räder für die Schienen. Jetzt montieren wir die gelben Teile am Fahrgestell. Alle sind gespannt, wie es weitergeht. Kranausleger. Und das ist der Portalkran. Er wird die Gleise anheben und sie verlegen. Eine Schalttafel und eine Plattform für den Führer der Gleisbaumaschine.
Die Gleisbaumaschine ist fertig. Der blaue Roboter ist schon an seinem Platz. Er kontrolliert, ob alles funktioniert. Na also, los geht's. Und wo sind die Gleise? Die Gleise müssten auf den Waggons der Gleisbaumaschine liegen. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Gut gemacht, Roboter. Prima! Lea freut sich. Roboter, mach langsam. Die Waggons mit den Gleisen sind an die Gleisbaumaschine angekoppelt. Blauer Roboter, mach dich an die Arbeit. Der Roboter bedient die Schalttafel. Der Portalkran senkt sich und hebt das Gleis an. Schau nur, wie schnell die Gleisbaumaschine arbeitet. Na, das geht aber schnell. Wow, die Gleisbaumaschine fährt aus dem Tunnel raus. Die Eisenbahnstrecke wird länger und länger. Ha, die Eisenbahn ist fertig. Dankeschön, Roboter. Der lilafarbene und der rote Roboter tanzen vor Freude. Der blaue Roboter schüttelt mit dem Kopf. Scoop bringt Plätzchen. Aber es ist niemand mehr da. Wer möchte Plätzchen? Deine Freunde sind mit dem Zug zur Farm gefahren. Schnell, hinterher! Na sowas! Hey, wartet auf mich!